Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, so Leute, in der letzten Folge haben wir gegen den Cyberpsycho angetreten und wir haben es auch erfolgsam geschafft. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Ja, ich will auch, ich habe auch ein bisschen ein paar Nebenmissionen gemacht, also was unbedeutender ist. Also halt kleine Nebenaufträge. So, also mit Nebenmissionen mache ich alles mit euch, Leute. Keine Sorge. Ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen kleine, so ein bisschen ein paar Nebenmissionen und dann machen wir dann eine Hauptmission weiter. Okay. Zeit- und Geldverschwendung, finde ich. Wenn jemand durch... Willkommen. Was kann ich für Sie tun? Angsttherapie oder so. Ah, aber... Ist es möglich, einen Ihrer Patienten zu besuchen? Das geht leider nicht. Kontakt mit der Außenwelt könnte unsere hochspezialisierten Behandlungsmethoden gefährden. Okay. Und übers Holo? Ich fürchte, das wird der Oberarzt nicht erlauben. Ein Freund war vor einer Woche hier. Hat seinen Koffer vergessen. Ist mir gar nicht gesagt worden. Dürfte ich die Sicherheitsaufnahmen sehen? Unser Sicherheitssystem beschränkt sich auf den Patientenbereich. Nur für Angestellte. Identifizieren Sie sich. Okay, das ist scheiße. Scheiße. Hey.
Fuck. Ich mache ihn mal kurz blind. Nein! Nein, es geht's doch, fick dich doch einfach! Mann. Ich habe Freunde. Speichern lieber. Hey, sieh einer an. Wir beide waren in derselben Einheit. Du erkennst ihn? Am Tattoo. Und an seiner Scheißangst. Die Hölle, die wir in Mexiko erlebt haben. Was wir gesehen und getan haben. Der beste Weg, den Verstand zu verlieren.
Wir sollten die Dosis verdoppeln. Oder du kriegst gleich eine Lobotomie. Ich nicht schon. Der Bachmann. Den Schlüssel. Dixon? Jasmine Dixon? Reiß dich zusammen, wir müssen uns beeilen. Schon gut, du bist in Sicherheit. Hey, hey, hör mir zu. Alles wird gut, okay? Ich hol dich heraus, kapiert? Ja, verstehe ich. Wir können gehen. Gehen. Du solltest Jasmine zum Auto bringen. Sie steht völlig unter Schock und ist durcheinander. Was, wenn sie sich verlaufen hätte, oder? Du kannst von Glück reden, dass sie es geschafft hat, okay? Für die Zukunft. Ein Job ist erst dann erledigt, wenn der Kunde in Sicherheit ist. Schreib's dir hinter die Löffel. Ja, so tut mir leid, Mann. Auftrag beendet. Thank you.
und weiter geht's. Weiter geht's. Wister.
So, weiter geht's. Mir fällt gerade auf, dass ich... Ja, guck mal Leute, wie stark wir geworden sind. Oh, 3000 Euro. Kampfmaschine, jawohl. Oh, ich kann da Waffen verkaufen, gut. Nee. Ja, so bekommt man Kohle. So, weiter geht's, verkaufen. Ja, komm weiter. Ja, das dauert zu lange.
Moment, ja, wartet. Schon Leute, bin wieder da, das Kontrollauf weg. Haftbefehl verlassen. Aha. Weiter geht's, komm. Scheiße, komm.
Ciao. Weiter geht's, komm. Gut. Thornton Colby. Ja, aber mal komm, machen wir die hier. Hey, wie? Ich habe hier einen Typen, der dringend aus NC weg muss. Sonst ist er erledigt. Ich brauche einen guten Fahrer, der sich bei Ärger nicht gleich in die Hose macht. Was meinst du? Guck's dir mal an. Lager öffnen. Street. Dreckswichser. Labern hochtrabende patriotische Scheiße, als wären sie was Besseres als primitive Schläger.
auf mich! Noch nicht damit! So, jetzt machen wir nochmal wieder von vorne. Boah, diese Steuerung. So, weiter geht's. Hey, wie? Ich habe hier einen Typen, der dringend aus NC weg muss. Sonst ist er erledigt. Ich brauche einen guten Fahrer, der sich bei Ärger... Ja, der sich bei Ärger... Hosen macht's, ja. Was meinst du? Guck's dir mal an. Dreckswichser.
Labern hochtrabende patriotische Scheiße, als wären sie was Besseres als primitive Schläger. Ja Leute, es gibt einen Trick. R1 heißt es länger halten und wenn man kurz R1 drückt beim PlayStation Spielern, passiert das da. Einfach nur Granate werfen, fertig. Habe ich jetzt nicht gewusst. Ist mir auch aufgefallen. Na, fick dich doch. Geh mal zur Treppe hoch. Das ist ja ein verficktes Blutbad. Eins. Was ist das? Hey, das ist dein Schum, oder? Glaubt, er lebt noch. Scheißkerle wie der haben sicher 7 Leben. Hörst du mich? Oh, fuck. Sixthly. Ich weiß. Flavio, oder? Das bist du? Ja, du musst mich hier rausholen. Was zum Teufel? Du musstest nur auf deinem Arsch sitzen und warten. Alleine. Ja, aber... Das ist ein schwerer Abschied, okay? Also habe ich ein paar Mädels bestellt, ein paar Booster dazu. Was? Und du hast gedacht, das kriegt keiner mit, wenn du jede zweite Nutte der Stadt bestellst? Okay, ich habe Scheiße gebaut. Ist doch egal, jetzt wir müssen los. Ah, meinst du? Dann mal los. Ah, oh, Scheiße. Auto ist in der Garage. Da müssen wir hin. Hast du die Koordinaten? Ja, habe ich. Shit. Wollte doch nur ein bisschen Spaß. Heul nicht. Im Gegensatz zu den Mädels lebst du noch. Ist so.
Kunde. Hinten drin, am Verbluten. Fuck, wenn der stirbt, kriege ich kein Geld. Nicht mein Problem, hab meinen Teil getan. So, verkaufen. Jawohl. Ah, ich bin nicht groß, dass ich sowas habe. Wir verkaufen! Okay Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann, euer Shin Yakuza, tschüss.